TV-Kolumne das große Schlagerfest, wenn Florian Silbereisen Dieter Bohlen anruft. Die zwei wichtigsten Fragen werden in der ersten Stunde geklärt. Jetzt haben wir es voll im Griff, sagt der Kitzbüheler Bürgermeister Klaus Winkler zu Moderator Florian Silbereisen. Aber du weißt ja, wir würden dich nie im Regen stehen lassen. Frage 2 hatte Silbereisen an Sänger Ben Zucker gerichtet, der aufklären soll, warum er immer zwei verschiedene Socken trägt. Ich habe Mama gesagt, sie soll aufhören, meine Socken zu sortieren. Dann habe ich einfach immer in die Kiste gegriffen. Anschließend singt Zucker über den Wolken von Reinhard Mehl, It's a Hair Tache von Bonnie Tyler und Freiheit von Marius Müller-Westernhagen. Bowser und Schöneberger singen. Es ist ein Abend zum Mitsingen. Lampions, Lichterketten und eine Menge bekannter Lieder wie Griechischer Wein, Die kleine Kneipe, Life is Life und Hula Palu. Die 180 Minuten Open Air Show Schlager, Stars und Sterne findet im Schlosspark Kaps in Kitzbühel statt, aber im Gegensatz zur Probe am Vortag hält diesmal wie vom Bürgermeister versprochen das Wetter. Dazu gibt es Überraschungen, wie sie bei Silbereisen üblich sind. Jürgen Drews, der König vom Ballermann, singt vom Schloss in den Wolken, Bauer sucht Frau Moderatorin Inka Bause von der Liebe und Barbara Schöneberger von einem geilen Ding. Hin und wieder springt ein Sänger mit voller Klamotte in den Schlosssteich. Silbereisen ruft bei Bohlen an. Vielleicht liegt es an der ins Wasser gefallenen Probe, dass Sänger und Musik nicht immer synchron sind. Manchmal hakt es einfach. Hier ist richtig schon was los, findet Silbereisen trotzdem und ruft Dieter Bohlen an. Denn Bohlen hatte seiner Deutschlandsuchten Superstar-Gewinnerin Maria Wegner versprochen, jederzeit für sie da und telefonisch erreichbar zu sein. Das muss natürlich getestet werden. Blöd nur, dass nach Silbereisens Ankündigung der Dieter auf seinem Boot an der Küste Mallorcas schon von Bekannten vorgewarnt wurde. Über Maria sagt Bohlen etwas rotzig, jeder, der nicht schwerhörig ist, der hört, dass sie eine außergewöhnliche Stimme hat. Der Dieter halt. Bonnie Tyler mit Ben Zucker. Natürlich dürfen die üblichen Verdächtigen nicht fehlen. Nein, Helene Fischer war diesmal nicht dabei. Dafür aber Antti Borg, Club 3 und Angeluk Hellü, der mit Frau und 5 Kindern in die Fußstapfen seiner Eltern tritt. Jetzt kommt der Gänseaus-Moment, ruft Silbereisen. Holt die Handys raus, macht die Taschenlampen an, jetzt kommen Bonnie Tyler und Ben Zucker. Es ist ein Duett mit einer sichtbar unfitten Tyler, das beweist, dass es in einer Silbereisen-Show sogar möglich, zweimal ein und dasselbe Lied zu singen. Die Gespräche sind ebenso redundant. Michelle, mit dir kann man Pferde stehlen. Du kannst einfach immer überraschen.
Wirst du das auch in Zukunft tun? Fragt Silbereisen. Für Ruhe habe ich noch lange Zeit, antwortet Melle. Das Leben geht hin und her, hoch und runter. Ich kann nicht versprechen, dass es immer ruhig läuft. So. Ian Frohm, Austria. Der wahre Gänsehaus-Moment stammt aber nicht von Bonnie Tyler, sondern von Altstar Reinhard Fendrich. Er ist persönlich mein großer Superstar, mein Silbereisen, und tatsächlich wird es bei ihr am Frohm Austria und dem Bergwerk Harz sehr emotional. Zum Ende betritt der aktuell größte singende Österreicher die Bühne und stellt neue Lieder vor, Andreas Gabalier. Die Ideen für sein neues Album, sagt Gabalier, habe er aus dem Leben, und belohnt habe er sich dafür mit einem neuen Mo und Einbieke. Ein wenig Geld wird er damit wohl auch verdienen. Aber an diesem Abend gibt es den Volksrock'n'Roller bodenständig.